Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Simulator Classic, der Danny spielt das. Wir stehen hier heute mit unserer Baureihe 218 in Doppeltraktion in Altenburg. Und ich würde sagen, ich lese einfach mal vor. Guten Morgen, du bringst heute mit dieser Doppeltraktion der Baureihe 218 einen Panzerzug zur Bundeswehr nach Hochmerzburg. Beim ersten Signal hier forderst du bitte beim Fahrdienstleiter Erlaubnis an. Zuerst fährst du in den Altenburger Bahnhof einwendest und fährst dann nach Altenburg Nord, um deinen Zug abzuholen. Viel Erfolg. Ja, und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Als allererstes müssen wir mal die Batterie einschalten. So, PZB einschalten. SIFA einschalten. Dann müssen wir das nach vorne stellen, die Leistung auf ein. Müssen natürlich zack, zack und so, dann müssen wir natürlich die Motoren wieder starten. Erst die hintere Lok. Schauen wir uns das ganze Spektakel mal an. So, die läuft. Wunderbar. Und dann starten wir noch die vordere. Auch das schauen wir uns an. So, da die beiden Motoren laufen, würde ich sagen, haben wir Ausfahrt, haben uns Genehmigung erholt, wunderbar. Dann würde ich sagen, auf geht's. Sollen wir also bis in den Bahnhof fahren und dann wenden, dann werden wir das tun. Bremsen sind gelöst, dann schalten wir langsam auf. Mehr als 25 dürfen wir sowieso nicht fahren. Können uns derweil befreien. Während dort noch ein ICE4 sich den Weg hinaus bahnt. So, dann fahren wir bis in den Bahnhof hinein. Wenden dann. Die fahren natürlich drücken. Ich glaube, es fängt auch noch an zu regnen. Darum kümmern wir uns gleich, wenn wir stehen. Waren auch ein Stück, war auch komplett. So, bleiben wir stehen. So, dann machen wir hier, wechseln wir den Führerstand. So, das heißt, machen hier wieder alles. PCB und SIFA machen hier natürlich die Leistung auf. Machen hier jeden Fall die. Ach.
Ach. So. Wäre jetzt richtig oder falsch? So, jetzt haben wir auch die Spitzenlichter richtig gestellt. Ich würde sagen, haben wir denn jetzt beide Motoren am Laufen überhaupt? Sieht so aus, ja. Sieht so aus. Gut, dann können wir ja loslegen. So, Bremsen sind gelöst. Schalten wir langsam auf. Können uns befreien. Hilfen nicht schneller. Ah doch. Hilfen wohl schneller. Super. So, allzu schnell wollen wir nicht werden. So, wir fahren auf jeden Fall in die richtige Richtung, das ist schon mal sehr gut. So. Ich denke, das reicht erstmal an Geschwindigkeit. Sind ja gleich auch schon da. Wir werden mal ein bisschen langsamer auf 60. War da gerade zu lesen. Sifa, um Gottes Willen. Stehen unter Beeinflussung. Schnell dürfen wir den jetzt fahren. Vorhin stand da 30. Hat schon wieder aufgehört zu regnen, oder wie? Ach. Komme ich an diesen scheiß Wischer ran. So, da vorne müssen wir noch gütieren. Ich bleib jetzt erstmal bei 30, weil er vorhin auf dem Signal 30 stand, so wie hier auch, wie ihr da oben sehen könnt. So, und es ist auch 30. Gut, dass wir das, dass ich das gemacht habe. Meine Güte. Ah, oh, ja, an den Schalter zu kommen, ja, an den Wischschalter, das ist echt nicht einfach. Das sage ich euch mal. So. Jetzt dürfen wir 40 anscheinend. Aber lohnt sich jetzt, glaube ich, auch nicht mehr, oder? Nee. 30. Mein Gott, hier weißt du nicht, was du fahren sollst. Ist echt anspruchsvoll.
So, und dann müssten gleich unsere Panzer auftauchen. Der Panzerzug. Okay, okay. Okay, okay, okay. Das war meine Schuld. 25, okay. Sorry. Das war meine Schuld. So, wir sind angedockt. Dann würde ich sagen, wir mal in die Kupplungs. So, ich würde sagen, wir haben angekuppelt. Das heißt, wir müssen hier wieder zurück machen. So. So, machen wir das aus. Was müssen wir noch machen? Die Bremse wieder lösen. Und gehen in den nächsten Führerstand. So, machen wir hier wieder alles an. Ach, SIFA einschalten. So. So, das haben wir alles soweit. Dann können wir den Fahrtrichtungsmelder nach vorne verlegen. Müssen natürlich noch. So. Dann würde ich sagen, sind wir soweit abfahrbereit. Bringen Sie nach Hoch-Merzburg Militärgleis 2 Nord in. Aber vorher speichern wir das Ganze mal. So. Und dann würde ich sagen, unsere beiden Loks laufen. Und dann kann es losgehen. Es fängt schon wieder an zu regnen. Es ist doch zum Teufel. So, auf geht's. Wir lösen die Bremsen. Sind gelöst. Dann können wir losfahren. Befreien.
Auf geht's! So, noch, jetzt sind wir langsam 30. Ich wollte gerade sagen, noch dürfen wir erst 25, aber in diesem Moment hat es dann um 5 km/h wurde es dann angehoben. So. Sifa? Wollen müssen wir quittieren? Dann können wir gleich endlich auf der Hauptstrecke. Wir können dann hoffentlich ein bisschen zügiger fahren, unsere noch zu fahrenden 55 Kilometer. Ach, sorry. So, jetzt können wir Stoff geben. Wunderbar. Halt so. Nächste Station Hochmerzburg Militärgleis 2 Nord. Gleich 60. Wieder am Regnen, ich werde irre noch. Oh, was ist denn jetzt los? Ja.
Das ist wieder, ne? Die PZB im TS. Das ist wieder so eine Sache. Warum habe ich jetzt den Zwangsinn kassiert? Warum? Könnt ihr mir das sagen? Ich werde es mir hinterher nochmal anschauen, wo da genau der Fehler war. Das dürfen wir natürlich erstmal wieder nicht über 40 fahren, beziehungsweise über 45. Das nimmt einem so ein bisschen die Spielfreude, wenn man nicht weiß, warum man eine Zwanze kassiert. Naja. Muss man mit leben, glaube ich. Muss man mit leben. So, auf geht's. Durchqueren wir gleich in Niederkirch. Nur 54 sollen wir dort ankommen. Bin ich aber gespannt.
wunderschön. Geht hier so ein bisschen den Berg auf. Ja, da wollte sie sich vermeckern, aber ich war schneller. So, noch 45 Kilometer. Jo. Rechts nehmen muss, das ist eine Bundesstraße oder was ist das? Landstraße? Ne, Bundesstraße. So, das Wetter kann sich anscheinend auch nicht entscheiden. Ob es noch mal regnet, gute Frage. Warten wir es einfach mal ab, würde ich sagen. Mann, ey. Ganz ehrlich, das macht keinen Spaß. Das macht einfach keinen Spaß. Wo musste ich denn da quittieren? Da war überhaupt nichts zum Quittieren da. Kannst du besser ohne PCB spielen. Thank you.
Manchmal ist das wirklich sehr, sehr komisch. Ach ja, und dann der ständige Regen noch dazwischen. Oh, jetzt ist aber ein richtiger Wolkenbruch. Wahnsinn. So, noch 37. Bis hoch Merzburg. Im einen Signal stand gerade was mit 100. Wenn ich da richtig geguckt habe. Ja, seht ihr? Doch noch nicht weg, der Regen. So, bleibt weiterhin bei 100.
oben steht ein Krankenwagen. Seht ihr das? Mit Blaulicht. Habt ihr das gesehen? Da oben links? So, wir rollen hier so vor uns hin. Nachher beim Rangieren, weil ihr seht ja in der Grafik links, dass wir nochmal kuppeln müssen. Sieht von PZB aus auf jeden Fall, weil beim Rangieren Sicherungssysteme an, das halte ich für sinnlos. Was schaut man, schönes altes Kraftwerk. Wunderbar, wunderschön. Wäre glatt was für Lost Place Filmer. Es hat es aber aufgehört zu regnen. Da war 80. Was steht da Feines? Sieht aus wie eine 155. Jo, ist auch eine. Zwei sogar. Seht ihr? 80. Man muss wirklich genau die Signale gucken. Fängt schon wieder an zu regnen, oder? Ah, es glaubt's nicht. Jetzt wieder 100. So, gleich noch 25.
Hier musst du höllisch aufpassen. Aber wir kommen voran. Wunderbar, diese Kurve hier, traumhaft. Wunderschön. Es hat erstmal wieder aufgehört zu regnen. Mal gucken, wie lange. Wahrscheinlich nicht lange. Schaut mal da oben die Brücke, die Talbrücke. Traumhaft. Wunderschön. Da warten sie alle. Wunderbar. Schön, wie wir so schnörkellos durch die Gegend rollen, ohne viel Anstrengung, rollen wir so ein bisschen den Berg runter, mal ein bisschen hoch, mal wieder runter, bleiben konstant auf 98,1, wunderbar, Fahrstufe 8, alles ist gut, ab und zu die Siefer drücken, perfekt. Was fährt denn da? Sieht aus wie ein Trabi. Eine ganz alte Kiste der PKW. So ein alter Benz. Ein ganz alter Benz. Habt ihr das gesehen? Wunderbar. Da fährt ein Caddy.
Den kann ich. Das sieht aus wie ein Citroën. Kann mich aber auch täuschen. So, da stehen auch zwei wunderschöne Türme. Kennt sich jemand hier in der Gegend aus? Dann kann er mir ja sagen, was das ist, wozu das gehört, wo wir hier sind. Mich wundert es ja immer wieder, dass solche Holzbrücken oder was das da gerade war, dass so eine Brücke den Zug hält, weil wir haben ordentlich Gewicht, mit Sicherheit. Wir haben ordentlich Gewicht. Ich möchte nicht wissen, was wir wiegen. Also komplett, ne, beide Loks, die ganzen Waggons plus die Panzer da drauf. Ja, das sind einige Tonnen, die wir hier auf die Waage bringen, mit Sicherheit. Oh, der nächste Ort. Schwanstetten. Wunderbar. Und da sind es gleich auch nur noch 14 Kilometer. Wahnsinn. Noch gut 10 Minuten. Aber ist egal, ob wir bergab oder bergauf fahren. Ne? Wir bleiben konstant bei 98,1. Gottes Willen. Wir bleiben konstant bei 98,1. Es passiert nichts. Wahnsinn. Oh, schaut mal da rechts unten. Eine Dampflok, ich brech zusammen. Wahnsinn geil. Eine Dampflok, mega geil. So, nehmen wir hier schon mal ein bisschen Leistung weg, damit wir ja auch auf 90 kommen. So, lass uns so ein bisschen runterrollen, beziehungsweise Geschwindigkeit wegnehmen, sonst sind wir zu schnell. Da sind es plötzlich nur noch 10 Kilometer. So, dann können wir gleich nochmal richtig aufschalten.
So, 120, wunderbar. Und dann haben wir es fast geschafft. Burg Merzfeld, Esig, FF. So, 5,9 Kilometer noch. Perfekt. Wunderschöne Gegend hier. Wunderschön. Hier ist ein Holzlager, eine Holzfabrik wahrscheinlich. Oh, 20. Ohohoho. Das ist aber mal ein sauberer Schnitt. Von 120 auf 20 runter. Holla die Waldfee. Ah, wahrscheinlich noch ein bisschen früh. Es war wahrscheinlich noch ein bisschen früh. Steht denn da hinten auf dem Signal? Nichts. Wir können es befreien. Nein!
Leute von gestern, meine Güte, ey. Falscher Knopf und schon ist Panik da. Aber alles gut gegangen. Ach, schaut euch das an. Da geht das Tor los. Habt ihr das gesehen? Da ging das Tor los. Wie geil ist das denn bitte? Was für eine geile Animation hier. Ach. Ich gebe zu, manchmal bin ich ein bisschen zu rabiat mit den Bremsen oder so. Das gebe ich zu. Ist manchmal nicht so einfach. Meine Güte. Was klingelt denn jetzt hier so? Ach, das ist der Bahnübergang wahrscheinlich. Ja, das ist der Bahnübergang, okay. Wahnsinn, was ein geiles Szenario. So, da vorne kommt der Prellbock. Da wollen wir auf keinen Fall andocken. Schön geschmeidig hier ankommen. Und jetzt? Bin ich jetzt falsch oder wie? Oder? Moment mal, gleich hoch Merzburg. 2 Nord. 11, 12. 21. Nord, Süd. Hä? Jetzt blicke ich gar nicht mehr durch. Hoch Merzburg, Asik, P. Ich blicke hier nicht mehr durch, sorry. Da müssen wir hin.
Wir sind hier. Das heißt, wir müssen jetzt das ausmachen. So. Schalten Sie vom PCB natürlich ab. So, lösen wieder Bremse. Wir jetzt so fahren oder wie? Ich hoffe, ich mach's richtig. Aber wieso ist das Signal rot? Ah, okay, jetzt ist grün. Können wir ja ein bisschen aufschalten. Ich dachte schon, ich hätte einen Fehler gemacht. Ja, da kommen wir der Sache doch schon näher. Wunderbar. So soll's sein. So, da wären wir. Hochmerzburg, Militärgleis 2 Nord.
Können wir noch ein klein bisschen. Noch ein bisschen näher ran hier. So, vielleicht auf 0 kommen. Doch alle Waggons sind ja auf der Linie stehen. So, jetzt müssen wir hier wieder erstmal wieder den Fahrtrichtungswender auf 0. So, dann müssen wir die Bremsen wieder lösen. So, Bremsen wieder anlegen und abkuppeln. Zur Abstellung. Zuletzt fährst du bitte die beiden Lokomotiven in die Abstellung nach Hochmerzburg. Danach hast du natürlich Feierabend. Ja, dann machen wir das. Speichern hier nochmal ab. So. Das machen wir natürlich auch ohne Zugsicherungssysteme jetzt. So. Lösen, bremsen. Und bringen die beiden hier noch in die Abstellung. Seid mir nicht böse, dass ich jetzt ohne Zugsicherungssysteme fahre, aber ich finde das jetzt einfach blödsinnig. Oh, diese 20, das dauert ja ewig.
Endlich. So, ist das Tor wieder aufgegangen? Habt ihr das gesehen? Und dann verlassen wir das Gelände. So, dann dürfen wir auch gleich endlich wieder schneller fahren. Wenn wir hier von dem Gelände runter sind. Ich denke mal am nächsten Signal. Ach, jetzt schon, okay. So, Hochmerzburg GBF Abstellung Gleis 1. Scheint so eine Art Spedition zu sein. Oder was sagt ihr? So, dann haben wir es gleich geschafft. Endgültig. Ich habe jetzt auch ganz ehrlich gesagt keine Lust mehr auf Zugsicherungssysteme. Also deswegen habe ich mir vorgenommen, jetzt einfach mal ohne zu fahren, das letzte Stück. Oh, wir sind zu schnell. Viel zu schnell.
Hoppala, 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 hoppala. Das war aber... So, da steht schon eine 218, nee, eine 232. Eine Ludmilla steht da. Abgerüstet. Mit ihrem Güterzug hinten dran. Gib zu, ein etwas längeres Szenario, beziehungsweise ein etwas längeres Video, als ihr es gewohnt seid, aber ja, ich finde, es lohnt sich, oder es hat sich gelohnt, ein richtig schönes Szenario, bei dem man allerlei machen muss, es lohnt sich reinzuschauen, ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Spaß damit. So, wäre natürlich mega, wenn wir es noch in die Halle reinfahren würden. Das wäre noch richtig geil. Wenn die sich jetzt auch noch öffnet, das Tor. Das wäre geil. Aber ich glaube es bald nicht. Ich glaube, dass wir davor anhalten. Ich weiß es aber auch nicht, ehrlich gesagt. So ein weiter Weg bis da, ne? Also bis wir abstellen können. 28. Und geht das Tor los oder müssen wir davor anhalten? Es geht los! Wie geil ist das? Das ist ja super mega geil. Gibt's doch gar nicht. Wie geil ist das? Gut gemacht, jetzt schnell nach Hause, die Suppe wird kalt. Ja, und damit endet dieses Szenario und dieses Video. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Es war mal ein richtig schönes Szenario, wo man alles machen musste, wo man selber kuppeln musste, rangieren musste, aufs Militärgelände fahren musste, wo sich die Tore geöffnet haben, wo man hier in die Halle reinfahren musste. Es war einfach spitzenmäßig. Es hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bis zum nächsten Mal. Euer Danny Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Bye. Bye.